Servus Jürgen, herzlich willkommen zum nächsten Part des Let's Become the Ultimate Team. Und ja, man kann es jetzt schon erkennen, wir haben das Team radikalisiert, umgestellt und alles Mögliche. Und zwar spielen wir jetzt im 4-5-1. Vorne haben wir jetzt Marquisio für den lieben Mokcherino und El Sharawi und ZOM. Dann vorne Muriel zentral, beziehungsweise als, ja, wie soll man das nennen, als Sechser eigentlich. Haben wir Gökhan Inla immer noch. Und rechts und links Verteidiger und Innenverteidiger und Torwart sind immer noch gleich geblieben. Das sind dann Palacio, Gomez, Dick Heglie, Basali, Ogbonna, Caceres und Steglenburg. Bevor wir heute ins erste Spiel gehen, muss ich erstmal ganz kurz was sagen, was mir unglaublich auf der Seele liegt. Und an alle, die es nicht mitbekommen haben, Hannover hat ja am Freitag verloren gegen Werder Bremen mit 2:0, was auch in der Höhe mehr als verdient war. Aber mittlerweile gibt es ja Konsequenzen, die einfach, wie soll man sagen, ja, sie sind scheiße. Ja, so kann man es, denke ich mal, am besten sagen. Sie sind einfach komplett scheiße und auch nicht zu akzeptieren, zumindest für mich überhaupt nicht, von unserem lieben Präsidenten Martin Kind. Man merkt vielleicht, dass ich diesen Namen, ich will diesen Namen schon gar nicht mehr aussprechen. Es ist für mich die größte Schlampe im deutschen Fußball, ich muss es einfach so sagen. Seit Monaten baut der nur noch Scheiße. Ich spiele jetzt mal nebenbei eine Runde. Hier muss ich übrigens ganz schnell überspringen. Ja, das ist die größte Schlampe im deutschen Fußball für mich. Und das liegt einfach ganz einfach daran, dass er wirklich, er baut nur Mist. Ich meine, okay, erzähl mal die Story. Angeblich sollen die Fans die Fans von 96, die zum Auswärtsspiel mitgefahren sind nach Bremen, wollten am Bahnhof in Achim, geiler Name auf jeden Fall für einen Bahnhof, rote Latenz, will ich nicht, wollten da umsteigen, ja? Einen anderen Zug nach Bremen nehmen, damit sie nicht von der Polizei eskortiert werden. Was ja an sich verständlich ist, weil Polizeigewalt und so weiter und so fort an Fans. Denen ist ja alles scheißegal. Das wird ja immer so hingestellt, als wenn die Guten wären. In Wirklichkeit machen sie aber nur Scheiße. Kann man sich auch Berichte durchlesen von 96-Fans, die da mitgefahren sind. So, und ja, dann wurden die halt wieder festgehalten an dem Bahnhof und gezwungen, zurück nach Hannover zu fahren. Was ja an sich schon mal komplett beschissen ist, weil, ich meine, sie haben Geld dafür bezahlt, nach Bremen zu kommen. Und sie haben Geld dafür bezahlt, ins Stadion zu gehen, ne? Und das ist komplett bescheuert an sich. Und, ja. Wird aber einfach mal so toleriert von der Exekutive. Ist ja vollkommen egal. Hauptsache, wir machen unseren Job, ne? Keine Ahnung, was sie da eigentlich machen wollen, sollen, tun. Aber wir machen es einfach mal. Und, ja. Yeah. So. Dann zurück nach Hannover, da am Bahnhof mit alles mögliche Identifikations, hier Phantombilder und so weiter. Ach, kein Deutsch, Phantombilder hier. Mussten sich auswachen. Ach, was weiß ich hier. Kann man alles in den Bericht lesen. Mir fallen gerade die Worte dazu nicht ein. Und jetzt hat Kind gesagt, nach diesem Vorfall, also nicht, dass das schon schlimm genug wäre, dass wie die da behandelt wurden. Nein, Kind hat jetzt nach dem Vorfall einfach auch nochmal beschlossen, ey, Bruder, wir spielen hier gegen Barclays Premier League Pace Ring Team. Ey, Bruder, weißt du was? Hab da keinen Bock mehr drauf, dass unsere Fans ja immer die Scheiße bauen. Ich glaube, Kind sind seine Fans vollkommen egal, der will nur gut dastehen, vor der Politik vor allem auch. Was ja sowieso, Politik mischt sich in Fußball ein, das ist so das größte Problem, was es im Fußball im Moment gibt. Und ja, er verbietet jetzt für die nächste Saison die Kartenverkäufer an die UH, also die Ultras Hannover und an die Mitglieder der Brigade Nord. Ja, das ist natürlich... Aber, scheiße, einfach, wisst ihr, weil die Nordkurve wird eigentlich sehr, sehr groß von denen ausgefüllt. Es sind halt die Ultras, ne? Und daran die Kartenverkäufe zu verbieten, ist ungefähr so, als wenn man einem, keine Ahnung was, einem Feuerwerk die Raketen rauben würde oder sowas. So ist das ungefähr. Es wird einfach nächste Saison mal gar keine Stimmung mehr im Stadion sein, wenn die Karten nicht verkauft werden dürfen. Aber sowas nimmt Kind einfach hin. Und das macht einfach den Fußball kaputt, was anderes kann man dazu nicht mehr sagen. Und das regt mich so unheimlich auf, vor allem die Leute, wie mein Vater zum Beispiel, der das dann auch noch, ja, einfach mal den Berichten, nicht irgendwie mal sich was Vernünftiges durchliest, sondern den Berichten auf T-Online glaubt und im Radio und alles Mögliche und dann, ja, sagt hier, ja, Kind, hat das ja alles richtig gemacht und so weiter und so fort.
Boah, das sowas geht einfach gar nicht. Es ist immer diese Pseudo-Leute, diese Pseudo-Erwachsenen, muss man wirklich Pseudo-Erwachsen sagen, weil im Großen und Ganzen verhalten die sich kindisch in der Hinsicht, die dann meinen, ja, komm, ich habe das jetzt gelesen, was da passiert ist, die müssen nicht mal ein Spiel gut haben. Beispielsweise auch vorhin, Real hat ja gestern verloren gegen Granada mit dem Eigentor von Ronaldo. Und er wollte mir dann erzählen, was da passiert ist, obwohl ich es geguckt habe. Und so ist es bei ganz vielen Leuten. Die kriegen dann aus der Zeitung oder sowas mit, was angeblich passiert sein soll, glauben das, verbreiten es und ja, bringen andere dann auch noch dazu, das zu glauben, obwohl es eventuell gar nicht stimmt. Bild und so, wisst ihr? Und naja, das ist eigentlich das Schlimmste, was es gibt, vor allem was dem Fußball passieren kann, weil was ist Fußball ohne Fans? Ja, schon Fußball noch, aber es ist trotzdem scheiße. Ne? Weil, ja. Es ist schwer zu erklären, ohne irgendwie beleidigend zu werden, aber kein Plan so. Ich habe jetzt auch vollkommen konfus geredet und alles Mögliche und wir spielen jetzt einfach mal hier erstmal. Ah, da ist Gomez. Schade. So. 4-5-1. Wir spielen jetzt im 4-5-1, ne? Habe ich ja angekündigt. Wurde auch so entschieden. Muriel macht den doch rein. Was einfach daran liegt, weil im 4-4-1-1 ist es so, dass nur. Ja, sagen wir mal, okay, es sind schon vier Spieler, ja, aber es sind vier Spieler auf eine sehr zentrierte Art und Weise, die mit nach vorne arbeiten. Die Flügelspieler arbeiten ja fast, also außer Palacio in den letzten beiden Spielen jetzt, die sind ja nicht so gefragt, was das Vorne-Spiel angeht. Und sonst sind es halt nur der zentrale Stürmer und der eigentliche Stürmer. Und da der eigentliche Stürmer dann die meisten Tore schießt, in unserem Fall dann Muriel, wird der nie ersetzt werden. Und im 4-5-1 ist es einfach so, dass er noch zwei ZOMs hinter sich hat und die wahrscheinlich auch nochmal ein Türchen schießen. Und dann ist die Chance schon ein bisschen höher, dass der mal ersetzt werden kann. Und ich wollte eigentlich nicht bis zum Ende des Let's Plays mit Luis Muriel da rumgammeln. Und naja, deswegen haben wir uns jetzt, beziehungsweise habe ich mich jetzt so entschieden, das 4-5-1 zu machen. Jemand hat in den Kommentaren gefragt, warum nicht 4-4-2? Ja. 4-4-2, das ist wieder, da gibt es zwei Stürmer. Und das war's. Mehr arbeitet mit ihm nach vorne. Vielleicht noch die rechten und mehr der linke Mittelfeldspieler. Aber die sind halt nicht so eingebunden und dann bleiben die zwei Stürmer für immer da und naja. Außerdem gibt es für mich zu wenige attraktive Stürmer in der Serie A und naja. So, jetzt wollen wir aber aufhören, hier irgendwelche Begründungen zu machen, denn das war gerade eben richtig peinlich. Nicht nur, dass es sweaty ist, darüber wollen wir jetzt mal gar nicht reden, aber das. Walcott. Das ist einfach. Ich will jetzt nicht sagen, das Spiel, den ich am meisten hasse in Ultimate Team, weil das stimmt nicht, aber. Er ist einfach scheiße! Es ist einfach so! Es ist einfach ein Fakt! Er ist scheiße! Er kann nix! Der kann nur laufen! Der kann nix mehr! Letztes Jahr hat er ja wenigstens noch 4-Star-Skill gehabt, wisst ihr? Dieses Jahr hat er 3-Star-Skill, 96 Pace. Mehr macht man doch mit dem nicht! Das sieht man doch! Dabei gibt es in der Barclays Premier League so viele bessere Alternativen einfach, weißt du? Ich meine, Walcotts Dribbling ist ja nicht mal besonders hoch. Da gibt es ja deutlich bessere. Ich weiß gar nicht, wie hoch es ist. Ich will jetzt auch nicht nachgucken, weil ich mich konzentrieren will. Ich will ja nicht gegen eine Pace-Hure verlieren. Was macht der denn da? Das war mal gar nicht so geplant. Oh Mann. So, jetzt Walcott, pass auf. Jetzt. Fast. Hat auch nicht so gespielt, wie ich dachte. Zum Glück. Ah, oh nein, Sharawi, Mann. Ja, nö, Sharawi, das ist. Der hat keinen Bock. Ach, Muriel. Kann es sein, dass der mitten nach hinten arbeitet, seit ich das System umgestellt habe? Ich weiß es nicht, kann aber durchaus sein. So, Marquisio. So, Palacio, so, jetzt vielleicht nochmal. Das war nicht so geplant, aber fast wäre Gomez noch hingekommen. Marquisio hat plötzlich angehalten und ist nie mehr weitergelaufen, was ein bisschen komisch aussah. Oh, Sharawi, na super.
So. Alter Schwede. Katastrophaler Pass von El-Sharawi. Boah, zum Glück war der nicht drin. Das wäre jetzt auch echt asozial gewesen. Und es ist Halbzeit. Ja, bis jetzt kein besonders tolles Spiel. Echt nicht schön anzusehen, muss man ganz ehrlich sagen. Macht mir auch gerade nicht besonders Spaß zu spielen, aber ich wollte einfach noch ein Video fertig machen für morgen. Wenn es so weitergeht, fliegt am Ende noch El-Sharawi raus. Will ich natürlich auch nicht. Ich hatte eigentlich noch vor, ein bisschen mit El-Sharawi weiterzuspielen. Aber ja, jetzt hat er sich sowieso verletzt. Teilweise ist echt. Du wirst von hinten umgegrätscht, nichts passiert. Keine Verletzung oder irgendwas. Steh auf, du Lus! Du wirst umgegrätscht von hinten, von vorne, nichts passiert. Und dann rennst du in den Gegner rein, fällst um und hast den Arm gebrochen oder den Knöchel gebrochen. Weißt du, obwohl, weil du den Gegner reinrennst mit dem Oberkörper. Den Arm hältst auf dem Boden, hast den Knöchel gebrochen. Das ist teilweise echt, naja. So, Gomez. Sharawi, Muriel. Agger kriegt gelb-rot. Gut, 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 gut. Das heißt, er hat nur noch 27 Spieler hinten. Er spielt ja 4-3-3 mit sehr defensiven Mittelfeldspielern. Ich habe übrigens gestern was, nee, vorgestern, oder? Gestern? Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich mal eine Runde FIFA 12 gespielt, Ultimate Team. Und Sharawi ist da in die kurze Ecke. Das war eigentlich nicht so. Sharawi war übrigens auch in FIFA 11 schon richtig Biest. Da war er noch nicht Silber, hatte 5-Star Skills, 5-Star Weakfoot. Oh, der war so unglaublich gut einfach. Ja. Jetzt wechselt er wahrscheinlich irgendeine Pace-Scheiße ein. Aber egal. So, auf jeden Fall, der war damals schon übertrieben gut. Und ja. Ich habe das gezockt, hatte noch meine alten Teams. Und meine alten Teams müsst ihr wissen, das war damals für mich das Nonplusultra. Wisst ihr, das Team war, hat nichts gekostet quasi. Nix, gar nichts. Aber es war einfach so unglaublich gut, es war schon nicht mehr feierlich. Es bestand aus, also auch Serie A war es. Und da hatte ich noch Caceres als Palacio. Oh, scheiße. Caceres noch als Innenverteidiger gab es da. Und boah, war dieses Squad gut. Lucio noch mit 76 oder 78 Pace oder so. Und das war echt übertrieben gut. Und ja, da habe ich mal eine Runde gezockt und es ist ein krasser Unterschied zwischen FIFA 11 und FIFA 12. Vor allem, was man ganz stark merkt, das ist ja auch allseits bekannt. Oh nein, Walcott. Was? Wieso ist er so weit draußen schon wieder? Oh Gott, zum Glück kann Kassierer dazwischen gehen. Die Finesse-Shots sind bei weitem nicht mehr so stark in FIFA 13 wie in FIFA 12. Oh, Sharawi, ich dachte. Oh, Alter. Ich wollte mich gerade schon, ich hatte mich gerade schon wieder fast beschwert über das, über den, ja, verlorenen Ball da. Von El Sharawi, von dem verlorenen Pass, den sich dann aber die Kegley noch super zurück geköpft hat. Und dann vergibt er die Chance. So, Gomez ist ganz frei. Oh, Gomez, nein, 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 nein. Oh, wäre das ein schönes Tor gewesen. Oh, wäre das ein schönes Tor gewesen. Ich hab so, nein. Ich hab so geahnt, dass er es einfach durchpacen will. Mit seinen scheiß pace-urigen Spielern. Ich gebe ja zu, meine Spieler sind auch nicht die langsamsten, ne? Aber ich hab, beispielsweise habe ich rechts nicht Biabiani, den will ich auch gar nicht. Ist genau wie Walcott, 96 Pace und kann nix. Silber war ja noch ganz gut in FIFA 12, aber ansonsten ist es. Mittelfeld habe ich auch nicht in Ramirez stehen, sondern Gökhan Inler und Marquisio, der jetzt wieder nicht zum Longshot kommt. Ich habe das Gefühl, Marquisio fliegt gleich rein. Ach ne, er hat ja erstes Spiel. Dings. Hat er ja den Tittenbonus quasi. Den. Wie soll man es nennen? Opferbonus? Ne, ist auch doof. Den. Einspielbonus. Das heißt, nach dem ersten Spiel kann man ja bei mir nicht rausfliegen. Außer meiner Squad war Samoa, der wäre am besten schon nach dem ersten Spiel rausgeflogen. Muriel, nein! Ah! Und ich wette, er kontert gleich. Ich bin übrigens in der zweiten Halbzeit klar besser jetzt gerade. Ich wette, er kontert gleich und haut ihn dann einfach kompromisslos rein. Jetzt zum Beispiel wieder mal. So, das ist, auf der anderen Seite ist ganz frei Gervinho, aber Bonner ist zum Glück da, weil ich den Braten ja gerochen habe.
Hätte er glatt rüber geflankt und nicht hier noch vorher gepasst, gebe ich ganz ehrlich zu, wäre er durch gewesen. Ich hätte ihn nicht unterbinden können. Aber so geht das zum Glück. Dick Hägli, yeah, ja, nein! Oh, wie viel Pech kann ein Mensch haben? Oh! Mann, das ist doch echt. Dick Hägli spielt heute richtig, richtig gut, vor allem mit nach vorne. Aber der Ball will nicht ins Tor. Der Ball will nicht ins Tor. Dick Hägli, komm. Oh, Bonner, nein! Wie viele Tore hatte ich jetzt schon? 40? Wie viele Torschüsse, Entschuldigung. Boah, das ist doch ekelhaft. Das ist doch ekelhaft, ist das doch. Inla! Oh! Scheiße, ich weiß nicht, wie weit der vorbei war, aber es sah nicht so weit aus. Kann natürlich auch täuschen, der Blick. Sharawi, oh nein, Mann! Ah, Zumpfer! Sharawi, komm! Nein. Ja, nein! Oh Gott, nein! Wer war das? Tötet ihn! Ohne Witz, ich hatte noch nie so viel Pech in dem ganzen Let's Play, glaube ich. Komm, Palacio! Mit links! Ja! Ja, danke! Oh Gott, zum Glück. Oh Gott, zum Glück. Das war wichtig. Alter Schwede. So, jetzt gibt's auf. Gib auf. Bitte gib auf. Mach's einfach. Ich weiß, es ist schwer, aber lass los. Okay, dann nicht. So, Gervinho. Ich habe jetzt keinen Bock, ein Tor zu kassieren. Echt, nein, nicht Walcott. Nicht Walcott. Nicht Theo Walcott. Jeder, aber nicht der. Palacio, ich nehme mal die Chance. Oh, Marquisio sieht leichtfertig aus. Inla. Was ist das denn? Inla, bist du bereit? Nein! Warum zieht Steglenburg denn da nicht durch, Mann? Ich sag doch, ein Konter. Fuck, und warum sind die überhaupt so weit aufgerückt, Mann? Nein. Oh Gott, das ist der unverdienteste Ausgleichstreffer, ey, ohne Scheiß. Alter Schwede. Schiri, pfeifst du mal bitte ab, Alter? Bist du Hacke? Jetzt kannst du dir auch noch eine Sekunde Zeit lassen. Sehr gut, El Sharawi. Okay, Bonner ist schneller. Sharawi hat den Skill! Sharawi hat den Schuss und es ist... Egal, Eckball noch. Gut. Wir lassen den jetzt schießen von Inla. Marquisio natürlich. Habe ich versprochen. Der kommt gut! Das war Basali. Ach, scheiße, Mann, wir gehen in die Verlängerung. Ah, fuck it. Es ist echt mies, das. Es ist echt. Ohne Witz, das ist. Gott, nein! Guck doch die Statistik an! Ich verliere das jetzt ohne Scheiß. Ja, hier, Gervinho. Ja, die Kettlinge, gut.
Boah, Marquisio, Alter. Sei froh, dass du dieses eine Spiel noch Tittenbonus hast. Mann, ey, das ist doch echt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure unverdienteste Niederlage war? Oder euer schlimmstes Erlebnis von wegen unverdientem Tor des Gegners. Ich will jetzt nicht, nicht, ich meine jetzt nicht irgendwie sowas wie ein glückliches Tor, wo er irgendwie, keine Ahnung, dreimal gegen die Latte springt und dann, nee, Quatsch, der Torwart ihn dreimal versehnt, also dreimal halten muss und dann trotzdem jedes Mal nur zum Gegner ballert und dann beim dritten Mal geht er doch noch rein oder sowas. Sowas meine ich nicht. Ich meine wirklich unverdient für einen Gegner halt. Sowas wie die Statistik halt, ne? So, Marquisio. Der ist fertig mit der Welt. Und Pascal noch spielen, aber mal Sharawi kommt nicht ran. Ich habe auch niemanden auf der Bank, den ich für ihn bringen könnte. Wohl doch habe ich. Basali. Rodrigo. Rodrigo Palacio, der hat einfach den Schuss, er hat einfach den Schuss, der ist einfach so gut, ich liebe den. Oh, bin ich froh, dass der schon, man merkt, dass er die letzte Version ist. Man merkt, dass er die letzte, der letzte Spieler ist, der auf der Position spielen wird. Einfach, weil er gut ist. Und er hat einen krassen Schuss, muss man ganz ehrlich sagen, also einen guten Abschluss für einen Flügelspieler. Jetzt nicht so wie Podolski Inform oder so, das ist was ganz anderes, aber schon gut. Sharawi. Flanken würde nichts bringen, deswegen habe ich da versucht irgendwie durchzukommen. Ich wollte dann jetzt beim zweiten Mal flanken. Das war natürlich nicht bedacht beim 4-5-1, ne? Flanken ist ja echt scheiße. Nein, nicht Walcott! Oh, zum Glück ist Deklenburg da. Komm, pfeif Halbzeit. Gut. So. Erste Halbzeit der Verlängerung vorbei. Es ist... Oh Gott. Mein... mein... Herz. Ist kaputt. Es stirbt. Übrigens, heute Abend kommt. Ach, das Video seht ihr ja viel später. Damit ihr wisst, wann ich es aufnehme, ihr könnt es ja mal recherchieren. Obwohl ihr wahrscheinlich sowieso schon wissen könntet. Heute Abend spielt Milan gegen. Heute Abend spielt Milan. Um 20.30 Uhr. Ich habe keine Ahnung gegen wen. Ist das ein Derby nicht sogar? Ich habe keinen Plan, ich habe es vergessen. Es ist nicht gegen Mailand. Also gegen Inter. Auch nicht gegen Juve, soweit ich weiß. Ne, Juve kann nicht sein. Und ist Marquisio. Nein! Es ist auch nicht gegen Fiorentina, meine ich. Also Florenz quasi. Höhö, verarsch ihn. Aha, verarscht. Marquisio, so. Ja, das ist eine Scheißflanke. Ah, der hat hoch, das ist das Problem. Ich wette, er hatte vorher nicht komplette Fitness. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Wenn er hier so schon kaputt ist nach einem Spiel, ich meine sogar Gomez und der ist Flügelspieler und Sharawi, der hat auch hoch. Das ist übrigens scheiße für einen Stürmer hoch zu haben. Weil er dann halt nicht wirklich weit vorne rumhängt. Beziehungsweise weil er halt sehr schnell außer Atem ist und auf dem ganzen Platz zu finden ist und nicht nur vorne, wo er hingehört. Inla, komm, Inla! Nein! Aber egal. Noch bringt mich das nicht um. Noch, ich betone noch. Oh nein. Oh Gott, zum Glück, Alter. Ramirez, boah, der ist doch nur 1,20. Wie kann der denn Kopfball gegen meine Innenverteidigung gewinnen? Ich meine, so klein ist auch Bonner doch auch wieder nicht, oder wer auch immer das gerade war.
Komm, Caceres dazwischen. Schön, 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 schön. Caceres fliegt auch nicht, egal was passiert. Caceres fliegt auch nicht. Muriel. Sharavi. Muriel. 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 Nee, nee. So, wir haben gewonnen. Zum Glück, Alter. Boah. Alter Schwede. Theo Walcott hat mir echt schwer gemacht, aber wir haben gewonnen. Verdient, würde ich auch sagen. Und der schlechteste ist tatsächlich Steklenburg. Ich hatte erst auf Muriel gehofft, aber es ist Steklenburg. Das ist schade, aber man kann nichts dagegen machen. Oder war es Vasali? Es war Steklenburg, glaube ich. Vasali hatte 7,0. Und die Stegburg hatte was anderes. 6,6 war es, glaube ich, oder? Weiß nicht genau. So, mal gucken, wie viel. 93 Fitness. Genauso viel wie Dings. Aber trotzdem war der so auf dem Zahnfleisch. Das ist ja nicht mehr normal. Egal. Wir tauschen unseren Corvard aus. Und empfangen ein neues Mitglied in unserem Wolfsrudel. Au! The Big Bad Wolf. Au! So. Nein. Ja. Sehr gut. 200 Spieler. Wie wär's denn mit Park Min oder mit Rainish? Rainish sieht gut aus, oder? Ja? Warte, ich suche mal in unserer Formation, damit wir wenigstens einen haben, der zu unserer Formation passt. Dann können wir gleich mal nach Torwart suchen. Das ist ja schon mal ein Anfang. So. Der sieht doch schön aus. Nein, der ist nicht schön. Ich brauche ein Biest. Viech. Fisch. Fisch. Nehmen wir Fisch? Nee, wir nehmen nicht Fisch. Nehmen wir Manus. Der ist bestimmt männlich. Vila. Nee, auch nicht. Boah, der sieht gut aus. Den nehme ich. Meins. Den will ich haben. So. Ich denke, er dürfte sogar auf 6 Chemie kommen. Und dann verabschiede ich mich von der Folge. Hoffe, euch hat's gefallen. Hoffe, euch gefällt der neue Spieler. Es war emotional, es war unverdient für den Gegner und es war am Anfang ein bisschen vielleicht nervig, das Gelabere. Bekommt er 6 Chemie? Ja, ist doch super. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.